So, und weiter geht's. Ja, die Frage ist, kann ich irgendwo schnell reisen um die... Kann ich sogar, ordentlich. Gut, haben ja gesagt, wir helfen jetzt dem Erend. Ich finde den Erend super. Der ist in Ordnung, der Kerl. Hä? Wo habe ich denn das jetzt entdeckt? Ich muss hier lang, ne? Aber hier lang will ich auch. Sogar am Rand? Nee, am Rand nicht. Macht das überhaupt Sinn? Ich glaube, ich weiß, was mich hier erwartet. Da hatte ich mich beim zweiten Mal voll erschreckt. Es war lustig, okay. Nee, ich habe jetzt mal wieder Bock auf große Maschinenjagd. Und dann kümmern wir uns um Erend. Deal? Deal. Ist natürlich blöd, wenn ich nach einem Deal frage und ihr sagt nö. Ich es aber im Endeffekt doch mache. Lass mich in Ruhe, Fremde. Ich brauche keine Söldner. Ich brauche ein Wunder, das mir sagt, wer meine Männer ermordet hat. Ich kann gut Spuren lesen. Vielleicht kann ich helfen. Was ist passiert? Das war Massenmord. 5 Nachtwächter geschreddert wie Weißkohlen hier im Steinbruch. Boah. Ich will jetzt Krautnudeln. Ich sehe mich mal im Steinbruch um. Wenn du meinst, dass das hilft. Diesen Teil mag ich besonders. Okay, aber was für eine Stufe bin ich? Naja, 4 Level, komm. Die Frage ist, wie komme ich da jetzt runter? Oh, wunderbar. Ich will zwar jetzt nicht da runter. Ja, wie kommt man denn da runter? Wir sind hier nicht im Weg, Nora. Du hast dich total verlaufen. Ach, Quatsch. Bin schon hier. Wenn du wüsstest, mit wem ich hier alles befreundet bin. Wie komme ich denn da runter? Irgendwo muss man da doch offiziell runterkommen. Ich kann mich noch nicht hier runterglitschen. In der Hoffnung, nicht zu sterben. Ah, das ist schön. Ich bin froh, dass ich angehalten habe. Da kommt man runter. Super. Habe ich alles, was ich brauche? Es wird, glaube ich, nicht einfach, was mir gerade jetzt gleich... Sprengstoff. Im Steinbruch finden viele Sprengungen statt. Ja, das macht einen Steinbruch aus. Ich will zwar jetzt nicht sagen, warum, aber es ist normal. Lorbehälter, die sollte ich mir ein bisschen... Das sieht nicht wie ein normaler Steinhaufen aus. Wo kommt dieser Steinhaufen her? Yo! Oh je, du bist wirklich groß, was? Au! Lass mich in Ruhe, du Lümmel! Was hat der denn für eine Schwäche? Abriss und Eis. Na toll. Geht eigentlich.
Also auf sehr schwer war es ein bisschen übler, finde ich. So schnell erledigt man mich nicht. Yo! Yo! Gut, er hat gesessen. Der war auf jeden Fall wesentlich schneller als auf superschwer. Fuck! Oh, komm schon. Yo. Ich will zwar nichts sagen, aber ich will den Maschinenhaufen durchsuchen. Was haben wir denn hier? Oh, Feuerabriss. Lief gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Die Frage ist jetzt nur, was kann ich denn machen? Fernangriff, Nahangriff? Nee, das ist eigentlich soweit ganz gut, aber vielleicht habe ich was für meine Waffe. Ja, Feuer, ganz genau. Was haben wir hier? Ja, Abriss brauche ich jetzt nicht zwingend. Was sagt denn mein Scharfschussbogen? Schaden, Handhabung. Ich würde gerne auf Schaden gehen. Oder auf Schaden bleiben. Schockschaden. Ja, ja. Ich hätte noch versuchen können, ein bisschen die Lohe zu benutzen. Aber das brauchten wir jetzt nicht zwingend. Dementsprechend geht das auch so. Nee, lief super. Besser als gedacht. Düt, 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 düt. Ich weiß zwar nicht, warum ich das nicht mitbekommen habe, aber ich habe dann irgendwie noch die Boxen angehabt. Ich habe gerade meinen Fuß auf dem Subwoofer drauf gehabt. Und den benutze ich immer ganz gerne als Fußschemel. Und da habe ich gemerkt, dass es da ein bisschen vibriert. Ich habe gemeint, warum? Ja, das lief. Besser als gedacht. Ihr habt da bestimmt zugesehen, oder? So eine Maschine habe ich noch nie gesehen. Jo. Und auch keine solche Jägerin. Nimm das. Es ist aus dem Steinbruch. Aber niemand wird sagen, du hättest es nicht verdient. Möge das Licht stets mit dir sein. Besonders, wenn du Maschinen aus der Tiefe begegnest. Das ist super. Frivol, oder? Okay, frivol. Oh nein. Das müsste ich jetzt erstmal googeln. Frivol, warte mal. Könnt ihr in die Kommentare reinschreiben, was bedeutet frivol? Mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, habe ich es entweder schon wieder vergessen oder... ich habe schon nachgeguckt. Aber ihr könnt ja trotzdem mal reinhauen, in was für einem Zusammenhang man das verwendet. Ja, ja. So, jetzt will ich mal gucken. Fehlt eigentlich noch Fischgräten, ne? Die Frage ist... Kann ich da irgendwas herstellen? Ne, Reise brauche ich eigentlich nicht. So, jetzt will ich mal gucken, was ich hier finde. Ich hätte nämlich gerne einen neuen Scharfschussbogen. Sag ich ganz ehrlich.
Ich habe den blauen. Ich hätte gerne einen lilanen. Die Frage ist, was will er dafür haben? Schattenkriegsbogen, Schattenscharfschussbogen. Dafür brauche ich 800 Metallscherben. 800 Metallscherben. Das ist eine Menge. Ja, die Modifikationen, die bringen mir eigentlich gefühlt gar nichts. Weil ich weiß halt nicht, was ich da alles noch brauche. So viel Metallgefäße brauche ich auch nicht. Kühlsaft auch nicht so viel. Ich meine, komm schon. 137 mal Lohr. Brauche ich jetzt auch nicht zwingend. Knochiges Fleisch. Das kann ich halt auch nicht für viel verkaufen, ne? Ja, ganz genau. Hat gereicht. Ich habe 9 Bogen. Was ist das für ein Pfeil? Beutepfeil. So, warte mal. So. Schaden und Abriss. Ja, ja. Nehmen wir nochmal Schaden. Ja, das ist gut. Und nehmen wir nochmal ein bisschen Handhabung. Warum eigentlich nicht? Dann sollte der... Oh, Alter, der macht gut. Aua. Handhabung haben wir auch. Das ist super. So, jetzt will ich mal was gucken. Beutepfeil. Verursacht geringen Schaden, aber entfernt Maschinenteile mit großer Präzision. Entfernte Teile, die Rohstoffe bieten, enthalten zusätzliche Rohstoffe. Das bedeutet, wenn ich große Maschinen jage, auf Beutezug bin, dann sollte ich vielleicht gucken, dass ich da das eine oder andere... Ich hab das schon viermal gesehen. ...an Damage... Hallo Wildschweine. Das sind domestizierte Wildschweine, die hauen nicht ab. Deswegen lasse ich die mal in Ruhe. Lief besser als gedacht. Und wir machen jetzt ordentlich Aua-Bo-Haua. Das gefällt mir ganz gut. So, wollen wir mal zu Erend. Ich mache den Part heute, glaube ich, nicht ganz so lang. Weil ich nur auf Toilette muss. Wie viel Reinholz haben wir denn? Ja, 600. Das reicht dicke. Oh, wir haben sogar 6 Mal bekommen. Das ist nicht verkehrt. Das ist... durchaus nicht schlecht. Ich habe jetzt beim Händler vergessen, noch ein paar Tränke zu holen. Aber ich weiß gar nicht, ob das auch jetzt ein finaler Bogen ist oder ob es noch einen besseren, stärkeren gibt. Aber wenn es jetzt ein finaler wäre, würde es mir vollkommen ausreichen. Ja gut, die Wächter, die können mir jetzt mal gestohlen bleiben, solange die mich nicht nerven. Lasst mich in Ruhe und ich lasse euch in Ruhe. Deal? Super. Wir haben ein Lagerfeuer entdeckt. Wir haben ein neues Maschinenareal entdeckt. Langbein. Wo ist denn ein Langbein? Da ist ein Langbein. Ich werde gleich mal meinen neuen Bogen ausprobieren. Ich bin mehr als bereit für dich. Der hat gut Damage gemacht, aber...
Dir sucht keiner was. Die wollen nur gucken, warum du da jetzt einen von ihren Boys umgenietet hast. Also, ja, so viel mehr Damage macht er jetzt auch nicht. Ein bisschen mehr. Also, es lohnt sich schon. Das lässt sich nicht von der Hand weisen. Feindlicher Mensch. Kultistenpriester. Ja, mit dem Scharfschussfall wäre ich da wahrscheinlich wesentlich besser unterwegs. Aber das kriegen wir hin. Die haben viele Pfeile gefressen. Ich will zwar jetzt nichts sagen, aber... da ist die Wache ein bisschen in Skyrim abgeschätzt, wenn es heißt, ja, früher habe ich auch einen, war ich auch ein Abenteurer wie ihr, doch dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Wenn der Typ das sagt... Früher war ich ein Kultistenpriester, doch dann wurde ich von einem Pfeilhagel durchbohrt. Ja. Da würde ich sagen, ja, das ist legit. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Kulistenscherge, weißt du was? So, weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Das müsste eigentlich ausreichen. So, hier laufen also irgendwelche Kulisten rum mit verdorbenen Maschinen. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Das bedeutet, wir können uns jetzt nicht mehr auf diese großen, lauten Maschinen drauf stürzen und sagen, okay, das sind unsere Feinde, sondern wir haben jetzt auch noch neue Gegner dazu bekommen. Das ist wunderbar. Nicht. Auf jeden Fall haben wir da genug Stuff. Seinen neuen Bogen auszuprobieren. So. Weg mit dem. Also, er macht zwar jetzt nicht signifikant viel Damage, wie unser alter Bogen, aber ich muss sagen, ich bin trotzdem sehr zufrieden mit dem Damage-Output. Also ich sehe Potenzial in dem Ding. Da muss ich nur aufpassen, dass ich genug Loot kriege. Warte mal, wenn der beschäftigt ist, dann müsste ich den doch eigentlich auch so klein kriegen. Im stillen Schlag. Bam! Ja, ganz genau. Und drehte. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, ja, okay. Da waren jetzt keine Drähte dabei. Breitkopfherz. Da ist noch ein Sägezahn. Okay. Ja, jetzt entspann dich mal, Aloy. Entspann dich mal. Komm, kleine Aloy, lauf schnell weg. Daddy steckt dich sonst mit dem Kopf in Dreck. Daraus werde ich später einen Trank brauen. Nee. Ehren. Er steckt in der Klemme.
So. Das wäre geschafft. Danke für die Hilfe. Kein Problem, mein Freund. Buddies lassen sich nicht im Stich. Vor allem nicht, wenn sie... Komm her, lass uns reden. Ja, jetzt lass mich erstmal looten, okay? Dann können wir quatschen. So viel Zeit muss sein. Komm jetzt, worauf wartest du? Ja, jetzt mach doch mal keinen Stress, alter Mann. Bro. Was machst du ganz alleine hier draußen? Wo sind deine Männer? Ach, ich riskiere nicht ihr Leben. Wenn ich dabei draufgehen sollte, ist es nicht so schlimm, aber nicht sie. Tut mir leid, dass du es ausbaden musstest. Oh, keine Angst. Das ist ein ganz normaler Tag für mich. Du weißt schon, Maschinen vernichten, Mörder jagen. Und was ist dann ein unnormaler Tag? Können wir loslegen? Ja. Erzähl mir, was mit Ersa passiert ist. Alle Einzelheiten. Niemand weiß es genau. Sie brach in der Nacht auf mit einigen ihrer besten Männer. Ihre besten Männer? Und dich nahm sie nicht mit? Nein, ich hatte zu viel getrunken. Vielleicht dachte sie, verdammt, ich weiß es nicht, dass ich es nicht packe. Suchtrupps fanden tags darauf ihre Leichen. Und die von ein paar Schatten-Kerja-Feiglingen. Es war ein Hinterhalt. Oh, nicht gut. Die Schatten-Kerja sind Tiere. Sie wurde so übel zugerichtet, dass man sie kaum noch erkennen kann. Es tut mir so leid, Erend. Ja, tja. Wenn ich diese Schufte finde, wird es ihnen auch leid tun. Geht's dir wirklich gut? Tja, ich bin nüchtern, also nein. Wow, immerhin kannst du klar denken. Gewöhn dich nicht daran. Okay, schön. Zeig mir, wo Ersa fiel. Ich bin nüchtern, also nein. Dann komm, folge mir. Ich weiß nicht. Vielleicht liegt es auch an dem Irokesenschnitt und an der etwas fülligeren Figur. Aber ich sag ganz ehrlich, ich mag Erend. Der hat irgendwie, ich weiß nicht, aus Witcher 3 mochte ich ja auch Zoltan sehr. Einfach ein richtig bloß hier draußen? Cooler Buddy. Es ergibt keinen Sinn. Aber wenn Ersa... Ich will mich jetzt nicht zu stark aus dem... Ist das Schatten-Kaja-Gebiet? Nein, sie brachen die Waffenruhe sofort, als sie in die Kluft kamen. Ich will zwar jetzt nichts heraufbeschwören, aber wenn man sie kaum noch erkennen konnte... Vielleicht haben wir da Glück... Da hinten. Ich muss hier bald bei den nächsten Langhals kriegen, dass ich mal wieder Karteninformationen bekomme. Reinholz müsste ich ja immer noch genug haben, ne? Ja. Hier ist es. Hier war der Überfall. Unsere Soldaten haben alles abgesucht, aber vielleicht findet ein Artefakt noch einen Hinweis. Bitte. Ich muss diese Mistkerle finden. Da liegen Pfeile. Hier wurde etwas gezogen. Das muss eine Rüstung der Schattenkaja sein. Ein Speer der Schattenkaja. Sie sind verschmiert. Sie sehen aus wie neu. Sie wurden nie abgefeuert. Gut geschärft. Er war nie im Einsatz. Seltsam. Kein einziger Kratzer. Ich will zwar nichts behaupten, aber das sieht nach... Wurde hier jemand weggezerrt? Hast du was entdeckt? Das Blut formt eine Linie. Als ob es von etwas heruntergetropft wäre, wie einem Karren. Siehst du? Wagenspuren. Ich glaube, jemand brachte die Leichen her und verteilte sie auf dem Feld. Wie bitte? Meinst du damit, man hat die Toten hier woanders getötet? Warum sollten die Schattenkaja das tun? Im Moment bin ich nicht mal sicher, ob die Schattenkaja dafür verantwortlich sind. Es muss so sein. Tja,
Die Spuren werden es zeigen. Ich finde den Bart von dem Erend auch nicht schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, der Erend hat irgendwie sowas Brüderliches. Ja, irgendwas, wo man sagt, yo, mit dem würde ich gerne mal ein paar Flaschen Wein leeren. Aber ich glaube, der steht auf Stärkeres. Ich weiß nicht. Ich finde den Erend super. Etwas Vorrat. Bisschen kindlich und trottelig, aber einfach ein guter Boy. Okay? Einfach ein guter, guter Boy. Unser Erend ist ein guter. So, Lagerfeuer entdeckt. Ja. Das sieht für mich halt auch eher aus, als hätte man diesen, ja, als hätte man das alles inszeniert, ne? Dann gehen wir da noch hin und machen die Untersuchung dann beim nächsten Part weiter, weil ich jetzt echt dringend auf Toilette muss. Und wir sind laut meinem alten iPad. Sie wollten Ersat tot sehen. Aber warum dieser Aufwand? Da steckt mehr dahinter. Und wir finden es heraus. Laut meinem alten iPad sind wir ja schon knapp eine halbe Stunde mal wieder dabei. Metallhaufen. Alte Ruinen entdeckt. Dunkle Knochen. Altes Gefäß und so weiter und so fort. Okay. Das sind keine Schatten, Karja. Die sind von meinem Stamm, Osseram. Ist das bei euch eine normale Begrüßung? Kommt uns holen! Du Lümmel! Oh, was ist das? Ich glaube, es ruft Maschinen her. Halt dich bereit. Und dafür haben sie die Garde gerufen? Wie, ich habe keine Muni mehr. Fuck. Schnell weg da, das macht Aua Bohaua! Ich stelle mich aber auch gerade ein bisschen dumm an. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ups. Osseram, keine Schatten, Karja. Ich lag wohl mit allem völlig falsch. Wie immer. Bitte, benutz dein zweites Gesicht. Ich muss wissen, was wirklich passiert ist. Schon dabei. Gut. Aber ich will erst nochmal hier looten. Scheint aber passiert zu sein. Diese Felsen wurden zerschmettert. Sieht nach Waffen der Garde aus.
So viel Blut. Was sind das für Lederriemen? Irgendwas hat diese Steine getroffen. Etwas, das ich noch nie gesehen habe. Es ist kein Blut daran. Ersas Männer haben sich nicht gewehrt. Hier sind viele Menschen gestorben. Ein Massaker. Ode Massacre. Riemen einer Rüstung. Mit einem Messer durchtrennt und ein Stein mit Blut daran. Anscheinend kann man etwas auf dieses Ding montieren. Aha. Gibt's hier noch irgendwas? Nee. Dann will ich mal dahin. Da. Bei dem Stativ. Eine verbrauchte Energiezelle. Vorratskiste. Die nehme ich natürlich mit. Ganz schön dunkel hier. Rede mit Erend. Wie? Ich dachte, ich könnte hier noch was finden. Sieht aber cool aus. So postapokalyptisch finde ich schon ganz nice. Aber vorher will ich hier nochmal looten. Verwüster. Ja gut, kein Wunder. Der ist ein bisschen stärker. Ich dachte, es wäre ein Plünderer oder so, aber... Das ist Ersas Helm. Sie starb nicht unten auf dem Feld. Es geschah hier. Die ganze Trickserei. Wozu? Als ob sie mich damit quälen wollen. Ich habe eine Theorie. Aber man braucht etwas Vorstellungskraft. Deine Theorien stimmen eher als die Fakten anderer. Na gut. Das hat er richtig erkannt. Ich glaube, die Osaram griffen sie mit einer neuartigen Waffe an. Sie montierten sie auf dem Stativ dort. Sie gibt Kraftwellen ab oder vielleicht auch Schall. Sie hat den Stein hier zerstört. Ich glaube, sie lähmt ihre Ziele, anstatt sie zu töten. Die Garde ging hier zu Boden. Kein Blut an den Waffen. Kein Kampf. Aber warum lähmen, um sie woanders dann doch noch umzubringen? Sie wollten etwas verbergen. Hier, ein blutiger Stein. Mit dem sie Ersas Schädel einschlugen. Oder jemand anderem. Die Lederriemen wurden durchtrennt, als hätten sie jemandem die Rüstung abgenommen. Das kann nicht sein. Ihre Leiche ist in Meridian aufgebahrt, ganz sicher. Und ihr Gesicht war kaum zu erkennen. Vielleicht zogen sie jemand anderem ihre Rüstung an, jemandem von ihrer Statur. Richteten ihn so zu, dass es jeder sein könnte. Sogar Ersa. Geh zurück nach Meridian. Sieh dir die Leiche nochmal an. Ist es wirklich Ersa? Liege ich falsch? Aber wenn nicht... Dann könnte meine Schwester noch leben. Ich gehe. Triff mich dort, wenn du es schaffst. Interessant, interessant. Ja, das habe ich mir aber auch bei dem inszenierten Überfallsort schon leicht gedacht, dass es vielleicht hätte doch anders da kommen können. Ja, statt der Sonne finde Olin bei den Ausgrabungsstätten. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier weiter, weil das relativ nah ist. Aber vorher will ich nochmal auf Toilette. Dementsprechend mache ich hier mal einen kleinen Cut. Ich werde aber mal gucken, ob hier noch irgendwas zu finden ist. Irgendwas. Ja gut, da hoch komme ich nicht. Das sind Leichen. Unbekanntes Gerät. Warte mal. Da muss ich hoch, wenn da ein unbekanntes Gerät ist. Warte mal, ich versuche es mal von der anderen Seite. Es sieht so geil aus. Guckt es euch an. Ja, 90 FPS kann man nicht meckern. 120 wären mir eher lieber, aber... Das ist okay. Man will es nicht übertreiben. Es ist kein neuer Prozessor, den ich habe, okay. Ja, das ist jetzt die Frage. Wie komme ich denn am besten dahin? Von dort komme ich runter, aber... Ich will da jetzt hoch. Ich will da jetzt noch hoch! Diesen Part versuche ich da irgendwie hochzukommen. Wenn ich da mich da irgendwie hochklitschen muss. Komm, Aloy, kletter, kletter, kletter!
Das klappt so nicht. Schade. Irgendwie muss es doch gehen, da hochzukommen. Ich glaube nicht, dass es hier... Nein. Nein, 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 nein. Och, Kacke. Da mache ich mal lieber einen Schnellreisebus, bevor ich hier sterbe. Oh mein Gott. Ich will auf jeden Fall nochmal hoch. Aber warum sind da jetzt schon wieder Gegner? Da war nämlich noch ein unbekanntes Gerät. Na gut, Plünderer, ne? Aber diesmal treffe ich euch nicht unvorbereitet. Die Jagd ist vorbei. Jetzt kommt der Kampf. Das war leicht knapp. Ich habe keine Tränke mehr. Ja, ich würde sagen, ich habe alles verbraten, ne? Ich will trotzdem gucken, wie ich da hochkomme. Das will ich auf jeden Fall heute noch machen. Alte Trümmer. Aber hier müsste nur noch ein unbekanntes da. Behälter Vorratskiste. Das bedeutet, da muss es hochgehen. Wenn es da eine Vorratskiste gibt, dann... müsste man da eigentlich hochkommen. Die Frage ist nur, wie. Hier würde am naheliegendsten sein. Aber irgendwie... Eieiei, das war aber jetzt schlimm. Ich glaube, ich habe gerade irgendwas gefunden, wie es klappen könnte. Weiß nicht, ob das ein offizieller Weg war, aber er hat funktioniert. Das ist alles, was zählt. So, jetzt versuche ich mal hier hochzukommen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Super. Erinnert mich so ein bisschen an Gothic 2. Da muss man auch so ein bisschen interessant hoch... klettern. Ich weiß nicht. Toll, ich hätte auch hier hochgehen können. Ich... Oh, komm schon. Ja, hätte ich mich mal ein bisschen ordentlich umgeguckt, wäre das alles wahrscheinlich gar nicht nötig gewesen. Ich meine, die müssen ja auch irgendwie da hochgekommen sein, okay? Ja. Okay. Unbekanntes Gerät. Dann zeig mir mal das unbekannte Gerät. Ja. Einzelfrequenz. Ja, das sind so Maschinenrufer, ne? Okay,
Dann reisen wir mal dahin. Machen dann mal einen Stoppi. Und lassen mich mal auf Toilette. So, bis gleich oder bis später. Bis zum nächsten Part auf jeden Fall.